Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck der REIT WP Carry. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Immobilienbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 5,3% und die Dividende wurde inzwischen seit 26 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier beziehe ich mich auf die Funds from Operations, wie es bei Immobilienaktien üblich ist. Und hier haben wir aktuell einen Wert von 83% und für einen REIT liegt das in einem guten Bereich noch, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir momentan einen Wert von 97% und das ist eher mäßig, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier 0 Punkte. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 2,44 auf 4,21 US-Dollar je Aktie und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich ebenfalls angestiegen und zwar von 1,88 auf 2,03 US-Dollar je Aktie und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Kürzung bei der Dividende. Damit gibt es hier von mir ebenfalls einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um 1,1% angestiegen und dieser Wert ist nicht so berauschend, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier 0 Punkte. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende ansteigen und zwar von 4,21 auf 4,24 US-Dollar je Aktie. So zumindest die aktuellen Analystenprognosen und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann kommen wir zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Analystenprognosen sollen die Funds from Operations je Aktie ansteigen und zwar von 4,9 auf 5,09 US-Dollar je Aktie. So lauten zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten und damit gibt es hier von mir auch noch mal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt WP Carry in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 4,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt noch zur Rangliste aller bisher geprüften Aktien in meinem Dividendencheck und hier landet WP Carry momentan mit den 4,5 erreichten Punkten hier auf dem 6. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf einer Webseite prüfen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und ihr seht immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist ca. Anfang Dezember 2022 und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach den bereinigten Funds from Operations. Und jetzt können wir erkennen, dass aktuell der Kurs momentan oberhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zu den bereinigten Funds from Operations. So, das war's dann noch wieder mal hier mit diesem Video und hier noch abschließender Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.